Hallo und schönen guten Tag zu einem neuen Video hier auf Plutonium Performance. Oh, na dann, ich bin hier wieder bei meinem Spätzl in Österreich und Hallo. Zwar, genau, das ist der Richie Ritz. Und er hat mir gerade gesagt, er hat hier ein super geiles neues Spielzeug. Ich schlage vor, ich lasse ihn einfach mal sprechen und erklären, was das ist. Habt viel Spaß mit dem Video und nicht vergessen, hier schön drücken, abonnieren, likey, dann freue ich mich. So, dann schieß mal los. Was ist das für eine Büchse hier? Ein Yaris GR. Ein Yaris GR? Ja. Und was ist das? Ein Toyota? Ein Toyota, der ist für die Rallye-Homologation. Da haben sie gewisse Stückzahlen bauen müssen, dass sie der Rallye fahren dürfen mit diesem Fahrzeug. Und da habe ich einen davon bekommen. Sind nicht mehr neu bestellbar. Ist vorbei mit Neubestellen. Da haben sie ein gewisses Stückzahl gegeben für diesen Fahrzeug. Und was ist da so speziell an diesem Fahrzeug? Ich meine, wenn ich jetzt da hingucke, sehe ich ein geil beklebtes kleines Auto. Aber diese Fahrzeugkategorie fährt Rallye. Das Fahrzeug hat 265 PS. Okay. Bekommt jetzt 350 drauf, wird umgebaut. Hat ja scheinbar auch irgendwie Mords-Bremsscheiben da unten drin. Und eine Mords-Bremsanlage. Toyota Yaris überhaupt nichts zu tun. Ah, das ist ein Toyota Yaris, die Basis. Basis ist breit da hinten. Aha, warte mal, gehen wir mal nach hinten, schauen wir mal. Das heißt, durchs Carbondach auch von der Stabilität. Oh, guck dir das Auspuffrohr an, leck mich am Arsch hier. Was ist denn da los? Eine Mildeck-Auspuffanlage drauf. Wie heißt die Auspuffanlage? Mildeck. Mildeck. Ja. Ist das Fahrzeug jetzt auf Geschwindigkeit, Endgeschwindigkeit ausgelegt oder? Auf Fahrspaß. Fahrspaß. Driften. Und wieso hast du so eine Kiste? Weil es einfach lustig ist zu fahren, so ist. Aha, okay. Ich habe da ein GT3 RS. Im Vergleich, was dieses Fahrzeug kostet und was das kostet und was das Fahrzeug kann. Aha. Also da wirst du süchtig, wenn du mit dem fährst. Okay. Kannst den Allrad verstellen, 50-50, 70% hinten, 30% vorne oder 70% vorne, 30% hinten. Tja, da muss ich mich kurz wieder einklinken. Es ist ja so, ich meine, der steht super geputzt da, aber schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr noch ein Update-Video von dem Fahrzeug haben wollt, wie ich mir mal so richtig in die Hosen scheiße. Weil ich bin mit dem Richie schon mal mitgefahren, kann sich noch daran erinnern. Was RS6. RS6. Leute, wie viel PS hat er gehabt? 770. Wahnsinn. Ey, ich schwör's euch, ich hab eigentlich regelrecht schon in die Hose gekackt. Aber, ja, Richie, muss man dazu sagen, du kommst aus dem Motorsport, du fliegst auch, das heißt du und so weiter. Also Steiner Flugshow oder irgendwie. Gibt's noch was Finales zu dieser ganzen Geschichte hier? Ja, du hast gesagt, ein Haufen Spaß macht es. Wenn ihr Top-Lackierungen wollt, www.steiner-kfz.at, also hier in Österreich für Kundschaften in der Nähe rund um Wels und Linz. Auf jeden Fall. Ist das eine Top-Adresse? Reinschauen noch, natürlich. Ich kann Sitze drinnen. Er sieht schon edel aus. Und was für ein Baujahr ist das? Der ist nagelneu. Der ist nagelneu, das heißt? 400 Kilometer drauf. Aha. Habe ich gerade reinbekommen. Also habe ich im habe ich ihn bestellt. Also du hast ihn bestellt. Das heißt, du hast dich da schon irgendwie bist du drauf gekommen, hast dich dafür interessiert, hast du gedacht, so eine Büchse bestellst du einfach mal. Und bist du auch schon ein bisschen gefahren und hast ihn auch schon mal hergenommen? Er wird jetzt noch umgebaut. Es kommt ein 200 Zielenkart rein, noch eine andere. Und ja, 53 PS oder dann. Ah, oh Gott, aber für so ein kleines Fahrzeug ist das natürlich schon heftig, ne? Ist heftig, ja. Krass. Na, tolles Teil. Also ein Toyota Yaris ist die Basis und das Ganze ist jetzt sozusagen ein GR. Genau. Und die Beklebung und so weiter, das habt ihr selber gemacht. Das haben wir alles selber gemacht. Ich habe nicht mal gewusst, dass so ein Auto existiert, wenn ich ehrlich bin. Aber der Richie kommt immer mit solchen Dingern um die Ecke. Ihr seht ja hier KTM. Dann habt ihr hier den GT3 gesehen. Hier stand noch vor kurzem so eine giftgrüne GT3-Schleuder. Ja, ist er, ja.
Es ist so, dieser GT3 RS. Ja, der Ritchie ist halt, was das anbelangt, sehr speziell. Ich freue mich, dass ich immer wieder hier sein darf. Ich mache auch meine Lackierungen hier. Ihr habt ja auch schon, wenn ihr den Content länger verfolgt, gesehen, dass ich die G-Klasse auch hier habe lackieren lassen. Und zwischendrin kommen wir halt ins Gespräch und dann kommen solche lustigen Dinge raus. Also, vielen Dank fürs Schauen. Schreibt in die Kommentare. Vielleicht kriege ich ja den Ritchie mal rum, dass wir dann einen Ritt mit dem Ding machen. Mag man sicher, weil der Schnee liegt. Oh, na dann, ich schwör's dir. Na, ich kenne dich, wie du fährst. Das ist der Wahnsinn. Na gut, also schreibt mal rein, ob ihr das sehen wollt. Vielleicht gibt es dann Teil 2 zu dieser Geschichte. Ciao und Baba. Ciao.